uns hier die astrologischen Aussichten für Deutschland anschauen im Frühling. Und da wollen wir hier im zweiten Teil uns nochmal primär auf die Transneptune aus der Hamburger Schule konzentrieren. Das kennt nicht jeder vielleicht, aber das muss er auch nicht. Ich erkläre es ja, was das bedeutet. Und zwar dieselbe Ausgangsposition zum Widder-Ingress schaut man sich ja immer den Zeitpunkt an, wo die Sonne in den Widder eintritt. Das beschreibt dann den Frühling. Es beschreibt eigentlich auch das Jahr, aber also mindestens halt den Frühling. Und dieser wichtige Punkt, dieser Eintritt der Sonne in den Widder, bringt also hier bringt ja auch immer die Aktivität. Das ist ja die Zeit, wo quasi die Flora und Fauna auch anfängt zu gedeihen hier und die Vitalität so beginnt. Und zu diesem Zeitpunkt, zum exakten Zeitpunkt um 10:38 Uhr für Berlin berechnet, hier am 20.03., haben wir einen Aszendenten ja im Krebs. Und das hatte ich im ersten Teil ja bereits erklärt, kurz. Das beschreibt ja dann das Ich, also das, was in die Welt möchte, worum es hier geht. Jetzt ist aber sehr interessant, dass hier der Hades am Aszendenten steht, zusammen mit Kronos. Und Hades ist ist ein Symbol, ja, für den Hades. Also das heißt, also ich würde gerne was Schöneres erzählen. Also ich werde natürlich auch versuchen, noch zwei, drei Sachen hier zu sagen, wie man das hier nutzen kann. Aber die Zeitqualität beschreiben die Sterne und die Zeitqualität ist wirklich sehr dunkel. Und Hades ist natürlich das muss man nochmal nachschlagen. Also kennt ja, denke ich mal, jeder. Also wenn man in den Hades begleitet wird, wird man ja in den Tod. Das ist ja der Übergang in den Tod. Und jetzt ist es halt so, dass hier gerade diese Kombination vom Aszendenten und Hades bedeutet, also das muss natürlich nicht zwingend jetzt den Tod bedeuten, aber es bedeutet einfach auch ist auch wieder so eine Form der Transformation. Und es bedeutet auch oder steht auch für Mangel und Einsamkeit, für ja, erschwerte Bedingungen, für erschwerte Verhältnisse, für Armut. Und ja, im Zusammenhang mit oder im Zuge der ganzen Insolvenzen, die ja verschleppt worden sind, die jetzt sicherlich nach und nach hier zum Tragen kommen und der Auswirkungen hier des Lockdowns, sind hier ja, Auswirkungen natürlich auch irgendwo logisch. Ja, also das heißt, hier geht es um Mangel, um Armut, auch mit Kronos dabei ist das halt auch ja große Gemeinheit von staatlicher Seite, kann man sagen. Also der Kronos ist ja der Staat unter anderem auch und die Regierung hier und zusammen, also sind die für große Gemeinheiten verantwortlich. Also gerade auch das muss ich hier auch nochmal so sagen, die Impfkampagne, die Impfung, das ist ein Frevel an der Menschheit. Also das sagt jetzt das Horoskop, das sage ich jetzt mal wertfrei, meine Meinung interessiert dir gar nicht. Also das ist halt so, dass nämlich hier das auch in anderer Form noch massiv betont ist. Und zwar haben wir hier und den Aszendent mit Hades und Kronos. Hier, man sieht hier diese Verbindung. Und in der Mitte davon ist der Mars. Und diese Verbindung von Uranus und Hades, die bringt halt unter anderem hier die. Oder kann man so sagen, also Uranus sind die körperlichen Veränderungen. Also Uranus ist ja im Stierzeichen. Stier ist das Zeichen des Körpers. Also körperliche Veränderungen im Zusammenhang mit Gemeinheiten oder ja, sind auch gewaltige Geschehnisse, die sich hier zeigen können. Und das Ganze zeigt hier auf Mars. Und beziehungsweise Hades mit den körperlichen auf Mars, und Mars ist halt auch das Symbol für die Spritze. Also der Eingriff in den Körper. Und das Ganze ist ja hier auch noch, der Mars ist hier eingeschlossen
Also das Ganze findet hier quasi heimlich statt, also oder unter nicht sichtbaren, also hinter den Kulissen, sagen wir mal so, findet das Ganze ja statt. Und es ist ja auch so, dass Ärzte zum Beispiel gar nicht hier in den Praxen das machen, sondern dass man extra diese Impfzentren gemacht hat. Also das wird also quasi nicht, ist nicht kontrollierbar, richtig. Und dann ist das der Mars auch noch im Zeichen Zwillinge, und Zwillinge ist das Zeichen der Hände und der Arme, also der Gliedmaßen, weil man ja auch kommuniziert. Also Zwilling ist das Zeichen der Kommunikation, und man kommuniziert ja auch mit den Händen und Beinen und Armen, also mit allen, ja. So. Und also die Spritze in den, kommt ja hier in den Arm. Also das ist hier auch. Und dann haben wir auch noch interessant, also Mond ist das Volk und Mars, also das Volk wird geimpft, und die Volksgruppen, schicksalhafte Impfung für das Volk, kann man das hier auch nennen. Und dann haben wir auch noch, den habe ich hier gar nicht eingezeichnet, den Asteroid Arrest, der befindet sich hier quasi in der Halbsumme von Mondknoten, und Arrest ist der Mond, also schicksalhafte Arrestierung des Volkes. Also das Volk ist unter Arrest weiter. Dann haben wir hier, wenn man jetzt nur diese, also den Asteroid mal außer Acht lässt, der ja nicht eingezeichnet ist, Mars und Mond sind, also zeigt auch das wütende Volk ja. Das hatte ich, glaube ich, im ersten Teil auch schon erwähnt. Und jetzt ist aber auch noch, gibt es auch noch eine Halbsumme von Mond mit Uranus hier im zweiten Haus, und die zeigen hier auf Hades. Also das ist hier diese Linie. Da ist in der Halbsumme der Hades. Und ich habe jetzt hier nur die direkten Halbsummen. Natürlich kann man auch andere nehmen, ne? Das ist jetzt auch nur, ja, es will hier nicht den Rahmen sprengen, sondern nur mal zeigen, was hier so Tendenzen sind und was möglich ist. Also die Halbsumme von Mond und Vulkanus auf Hades, die bedeutet also ja, gewaltsame Eingriffe, gewaltsame Geschehnisse, die sich ja, unter anderem auch Menschenopfer erfordern können oder Sachschaden bringen. Also hier sind einmal diese wirtschaftlichen Schädigungen des Volkes angezeigt, und aber auch die körperlichen Opfer. Also ich rate dringend davon ab, sich impfen zu lassen. Auch wenn natürlich hier wir Propaganda erleben, die natürlich wirklich vom Feinsten ist. Also das ist etwas ironisch formuliert. Einige, viele andere Sachen, die man hier erwähnen könnte natürlich. Also Mars ist hier im Zeichen Zwillinge, ist interessant auch noch. Mars ist auch noch das Symbol für Schneiden, und die Friseure sind ja die hier offen gelassen werden. Und Mond ist das Volk, also das Volk wird hier, ist verbunden mit dem Schneiden. Und man schneidet ja mit den Händen, also Mars im Zeichen der Hände hier. Und deswegen sind hier die Friseure auch, die sind hier quasi hinter den Kulissen agieren die, und weil sie quasi sonst in Schwarzarbeit arbeiten würden, hat man quasi sich hier so dazu durchgerungen, das etwas freizulassen. Aber im Prinzip ist gerade diese Freiheitsthematik massives Thema, und der Kampf dafür und die Unterdrückung dagegen, denn wir haben hier auch eine Halbsumme von Jupiter mit Uranus, und die beiden zeigen hier auf Sonne und Venus. Und Uranus ist die Freiheit, und Jupiter ist auch Freiheit und Gerechtigkeit. Und darum geht es, um Werte, um Lebenswerte, die von Freiheit und Gerechtigkeit betroffen sind. Oder also im ersten Teil habe ich es auch schon gesagt, also die Würde des Menschen, ja. Also darum geht es hier, dass man hier zur Freiheit und zur Gerechtigkeit zurückfindet. Was haben wir noch zu sagen? Dann haben wir noch hier, das hatte ich im ersten Teil auch nicht erwähnt, ist auch sehr interessant. Und zwar sind hier noch zwei sehr, sehr wichtige Asteroiden hier beim Jupiter. Und zwar befindet sich hier der Asteroid Zeus. Und Zeus ist ja quasi hier die griechische Variante von Jupiter. Also Jupiter ist der römische Himmelsgott und Zeus der griechische. Also beide haben ja im Prinzip so dieselbe Symbolik, stehen halt für Macht und für ja, das Licht, das göttliche Licht auch, und sind
auch für den Sinn und ja, auch so eine Art Lebensfreude natürlich. Optimismus ist ja Jupiter auch immer. Und die stehen hier zusammen, also das ist also quasi eine massive Betonung hiervon. Und im Zeichen Wassermann geht es hier um Veränderung, um Unberechenbarkeiten. Und jetzt ist aber sehr entscheidend, hier ist noch der Asteroid Desdemona dabei. Und Desdemona ist das Dämonische und hat auch die Asteroidennummer 666. Also sehr, sehr krass. Und das zeigt natürlich hier ja das Unglück des Göttlichen, könnte man sagen. Oder das ja, die Beeinflussung hier des Dämonischen. Was auch was Ideologien angeht. Also wir haben ja auch so hässliche Kommunikation, hässliche fanatische Ideologien. Das gibt auch noch andere Begründungen dafür, aber das ist hier auch so eine markante Auslösung. Und ja, auch entscheidend hier, das ist ja auch noch, Jupiter ist ja hier Herrscher von, Mitherrscher von Gesundheit und Arbeit im eingeschlossenen sechsten Haus. Also, und hat auch immer mit dieser Auslandsthematik zu tun, mit der großen Entfernung. Also das heißt, hier sind auch im Ausland sind hier diese dämonischen Einflüsse. Man merkt das ja überall, diese Agenda. Also das kann ich nur so deuten. Dann ein anderer Punkt, den ich hier noch ansprechen wollte, was auch für den Frühling entscheidend ist. Also natürlich haben wir jetzt massiv, das ist, muss ja jedem klar sein, hier diese Thematik von Wirtschaftskrise und von Gesundheitskrise und also im wahrsten Sinne des Wortes, das ist nicht nur Gesundheitskrise, sondern das ist Gesundheitsterrorismus, müsste man sagen. Also das ist jetzt wirklich schlimm, wenn die Regierung gegen das Volk kämpft. Also da kann ich nur jedem, wie gesagt, raten, sehr viel zu tun, indem er auf sich selbst hört, indem er sich positive Visionen, also jeden Tag vielleicht so ein paar Minuten in die Stille zu gehen, meditieren, und viel, viel, ja, viel positive Visionen zu, also viel zu visualisieren, würde ich sagen. Viele positive, schöne Erlebnisse visualisieren, Vorstellungen visualisieren natürlich und Frieden, ja, also dass man auf diese Art und Weise hier in so eine Energie kommt und in so eine Schwingung auf der Welt. Das ist das eine, also die Liebe, das Herz, das soll hier und auch auf das Positive achten und freundlich bleiben und miteinander. Also diese Werte weiter bedenken. Eine andere Sache wollte ich noch kurz erwähnen, also natürlich können wir noch viel hier sagen, und zwar Cupido ist unter anderem auch ein Symbol für Hochzeiten und Ehen. Und der ist hier auch ziemlich markant betroffen hier von Halbsummen. Aber ich will hier nur auf zwei eingehen. Einmal gibt es hier Cupido mit Uranus in der Halbsumme. Die haben wir hier. Die zeigt auf Merkur. Und das kann überraschende Ehen anzeigen in diesem Frühling. Oder ja, überraschend eingegangen in oder überraschende Ehevorhaben. Also das heißt, hier sind sehr, sehr ja, plötzliche Szenarien denkbar. Das ist die eine Variante, was natürlich vielleicht auch mit der schwierigen Situation zusammenhängt, dass einige dann sagen, so ja, irgendwie, was dann wirklich wichtig ist, das will man dann festhalten. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass hier Mars und Cupido zusammen in der Halbsumme sind und die zeigt hier auf Neptun. Und das bedeutet hier gerade die Auflösung von Ehen oder ja, von Partnerschaften auch. Also das heißt, was natürlich auch möglich ist, weil natürlich viele zu Hause sind und den Partner erstmal richtig kennenlernen, den sie da haben, weil sie vielleicht sonst immer arbeiten waren. Und durch Homeoffice man sich permanent begegnet, da gibt es natürlich auch dann die andere Variante. Also das sind hier Themen, die hier unter anderem eine Rolle spielen. Sehr viel in der Öffentlichkeit im Frühling los, weil ja fast alle Planeten hier und viele Transneptune auch über dem Horizont sind. Und dann abschließend wollte ich noch sagen, natürlich nicht den Mut verlieren. Und eine positive Sache wollte ich noch erwähnen. Das habe ich im ersten Teil eingezeichnet, hier jetzt nicht. Der Glückspunkt, der befindet sich hier
im Bereich der Heimat, der Familie, des privaten Umfeldes, also dort, wo man das Glück im Frühling findet. Das ist im privaten Umfeld. Das sollte man bedenken. Und das, denke ich nochmal, ist auch ein wichtiger, schöner Punkt. Quasi das Glück auf Balkonien. Und ansonsten, aber auch das Glück, das ist nicht nur die Heimat und Familie, sondern das ist auch der Bereich der innersten Quelle. Also, dass man sich ganz, also da gehe ich wieder in diese Richtung Meditation, in sich selbst zurückziehen, die Ruhe suchen, vielleicht auch mal geführte Meditationen, wenn man das noch nie gemacht hat, machen und das wirklich kontinuierlich praktizieren, kann ich nur jedem empfehlen, um hier quasi auch positiv und gestärkt und gesundheitlich optimal durch die Zeit zu kommen. Dann wünsche ich einen schönen Frühling. Ich würde gern Schöneres sagen, aber so sind die Konstellationen nun mal für diese Zeit, aber auch das schaffen wir. Dann sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir das hier gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Mein Angebot findet man auf apolloastro.de, wenn man wissen möchte, wie der Frühling individuell für einen ausschaut. Und natürlich gibt es auch Stärken und positive Dinge im individuellen Horoskop, wo man hingucken kann, was man da machen kann. Also dann sage ich danke und alles Gute. Tschüss.